set of no-goes. I'm afraid of no-goes. Peter und Winston vertreten die Geisterjäger auf einer Party. Zu Anfang ist auch alles ganz fröhlich. Das würde ich mir an Ihrer Stelle noch einmal überlegen. Sie sollten wirklich eine Geisterversicherung abschließen. Die schützt Sie vor Gespenstern, sogar mit Garantie. Was soll ich denn mit einer Geisterversicherung? Bis jetzt habe ich sowas noch nicht gebraucht. Also warum sollte ich... Die Zeiten könnten sich ja ändern. Da geht ein bildhübsches blondes Mädchen vorbei. Toll. Peter will die Blondine gerade ansprechen. Aber die geht schnurstracks auf Bud, ihren Freund, zu. Sieht aus, als kommst du zu spät. Und schon fängt der junge Mann einen Streit an. Hör mal, ich hab dich nicht mit dir hergebracht, damit du dich hier mit anderen Männern amüsierst. Mach dich doch bitte nicht lächerlich. Ich hab dir schon zweimal gesagt, dass das nur ein alter Freund von mir war. Er hat aber nicht besonders alt ausgesehen. Lass mich bitte los, du tust mir weh. Peter muss sich natürlich einmischen. Entschuldigen Sie, aber es haben sich gerade ein paar Leute über den Krach beschwert. Und zwar aus China. Also wenn Sie so gut wären und die Dame jetzt allein lassen würden? Hau ab, Freundchen. Wir mögen es nicht, wenn man sich in unsere Angelegenheiten mischt. Ach wirklich? Ich glaube aber, dass deine reizende Begleitung da völlig anderer Meinung Was? Ist. Was? Moment mal! Du lächerliche Kröte, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du bereuen, dass du mich je angesprochen hast. Haben Sie sowas schon mal gesehen, Herrschaft? Ich glaube, er war zu oft im Kino. Er denkt tatsächlich, er sei Rambo. Was? Komm schon, Pete. Es hat doch keinen Sinn. Lass die Leute ihre Probleme alleine lösen. Bud, hör auf. Lass uns doch erst mal in Ruhe darüber reden. Ich gehe nach Hause, aber nicht mit dir. Netter Junge. Aber leider ist er völlig krank im Kopf. Vielleicht sollten wir unser Geld zusammenlegen, damit er sich einen Psychiater leisten kann. Armer Bud. Und dabei hat der Ärger noch nicht einmal richtig begonnen. In seinem roten Sportwagen fährt Bud nach Hause. Er ist ganz schön sauer. Was bildet sie sich eigentlich ein, wer sie ist? Plötzlich blendet ihn ein Scheinwerfer im Rückspiegel. Wie ich so etwas hasse! Schalt dein Fernlicht ab! Der andere Fahrer denkt gar nicht daran. Er kann doch überholen, wenn er es eilig hat. Bud dreht sich um und wird blass vor Entsetzen. Ah! Eine schreckliche Gestalt auf einem chromblitzenden Motorrad, einer Harley Davidson, ist hinter ihm her. Nur noch das Hinterrad der Maschine berührt den Boden. Aber das Fürchterlichste daran ist, der Fahrer hat keinen Kopf auf dem Körper. Den schwingt er wild mit seiner rechten Hand durch die Luft. Einen glühenden Helm mit einem Totenschädel darin. Wenn der meint, dass das komisch ist, dann werde ich ihm gleich richtig was zu lachen geben. Bud gibt Gas und rast wie ein Wilder in eine Tiefgarage hinein. Na, wie war's, Freundchen? Aber der Verfolger lässt sich einfach nicht abschütteln. Jetzt ist Bud wieder aus der Garage heraus und mit einer Fernbedienung schließt er blitzschnell die schwere Eisentür. Aber wie durch eine Papierwand fährt der kopflose Motorradgeist hindurch. Verzweifelt versucht der junge Mann zu entkommen. Bud ist mitten auf einer Brücke angekommen, als der Verfolger seine Maschine abrupt zum Stehen bringt. Schon glaubt Bud, es geschafft zu haben. Da schleudert das Gespenst den glühenden Kopf mit einem mächtigen Schwung direkt auf das Auto, das sofort explodiert. Noch einmal lacht der Geist höhnisch auf und ist verschwunden. Ein paar Stunden später bekommen die Geisterjäger Besuch von der Polizei. Ich suche die Geisterjäger. Welchen von den Jungs? Alle, und zwar sofort! Der Polizeileutnant erzählt, was in der Nacht passiert ist. Und der Junge kann von Glück sagen, dass es ihn nicht selbst erwischt hat, sondern nur sein Auto.
Okay, also wollen Sie, dass wir uns um diesen Motorradgeist kümmern, richtig? Nein, falsch. Falsch? Der Polizist hält Peter ein Foto unter die Nase. Kennen Sie diesen Mann? Ja, sicher. Ich habe ihn gestern Abend gesehen. Er hatte Streit mit seiner Frau. Das ist der Junge, der bei der Sache beinahe draufgegangen wäre. Oh. Soll das heißen, dass der Kerl, der sich mit Peter schlagen wollte, fast von einem Geist umgebracht worden wäre? Genau. Ein merkwürdiger Zufall. Warum machen Sie uns beiden das Leben nicht leichter und gestehen die Sache einfach? Weil ich unschuldig bin. Ich kann doch nichts dafür, dass der Mann so unmöglich ist und es sogar schafft, sich mit Geistern anzulegen. Aber Sie sind der einzige Mann in New York, der ein Motiv hat und außerdem noch an Geisterrand kommt. Ich würde doch keine Geister beauftragen. Die hören mir eh nicht zu. Aber schon springt der kleine Slimer auf Peters Schulter. Los, weg! Oh ja, ich sehe schon, dass die Geister Sie überhaupt nicht leiden können. Ich kann Ihnen das doch alles erklären. Ich glaube zwar kaum, dass Sie das verstehen werden, aber was soll's. Hören Sie, Lieutenant, Peter hat ein perfektes Alibi. Wir haben den ganzen Abend zusammen verbracht. Das heißt entweder, dass er unschuldig ist oder dass ihr alle zusammen unter einer Decke steckt. Wie dem auch sei, ich werde dafür sorgen, dass es aufgeklärt wird. Mir ist noch nie ein unschuldiger Mann durch die Lappen gegangen. Niemals! Ich werde wieder vorbeikommen. Es ist unmöglich, einen Geist als Attentäter zu benutzen. Das ist völliger Unsinn. Es wäre möglich, wenn du die Polarität der Neutronen umkehren würdest. Ich habe aber keine Polarität umgekehrt, Egan. Dann spukt da draußen immer noch ein Killergeist herum. Wir müssen ihn einfangen. Das hätte furchtbare Folgen fürs Geschäft, wenn Peter ins Gefängnis gehen müsste. Und Ray hat auch schon eine Idee. Ray, das gefällt mir überhaupt nicht. Du hast doch sonst bessere Ideen auf Lager. Wir brauchen jemanden, der sich ins Auto setzt und nochmal die gleiche Strecke wie Bud fährt. Keine Sorge, wir fahren noch hinterher. Da kann gar nichts schief gehen. Ja, sicher. Und schon fahren die Geisterjäger los. Keine gute Idee, ich weiß nicht. Keine gute Idee. Da ist der furchtbare Motorradgeist wieder. Mit einem gewaltigen Sprung setzt er sich mit seinem Höllenmotorrad zwischen Peter und die anderen Geisterjäger. Ich empfange ganz deutliche Signale. Wir haben es hier wahrscheinlich mit einer sehr starken Konzentration von PKE zu tun. Ach, wirklich? Und was wollen wir jetzt machen? Ihn verfolgen? Der kopflose Geist hat Peter fast eingeholt. Wieder schleudert er den glühenden Helm mit dem Geisterkopf. Oh nein! Der Vorrat an diesen fürchterlichen Geschossen scheint unerschöpflich zu sein. Ein Feuerball nach dem anderen fliegt hinter Peters Auto her. Zum Glück ohne zu treffen. Ah! Jetzt ist Peter auf der Brücke. Wütend hält der Motorradgeist an und löst sich im selben Moment in Luft auf. Irgendetwas stimmt hier nicht, aber ich kann leider nicht definieren, was es sein könnte. Hey, ich weiß schon. Es ist das Wasser. Er kann es nicht überqueren. Wasser ist eine natürliche ionisierende Kraft und... Könnte mir bitte mal jemand erklären, wovon Ray da redet? Ja, das erklärt doch, warum die PKI-Werte schwächer wurden, je näher wir ans Wasser kamen. Aber ich kann es nicht verstehen. Augenblick! Jetzt habe ich's! Erinnert euch das nicht an etwas? Die Verfolgung, die Brücke, der kopflose Geist? Das ist doch die alte Erzählung von Washington Irving. Die Legende von Sleepy Hollow! Was? Am nächsten Morgen suchen die Geisterjäger Kate, die blonde Freundin von Bud, auf. Oh, Sie sind es. Sehr scharfsinnig. Kommen Sie herein. Also, Kate, gibt es irgendetwas, was Sie uns über einen bestimmten Geist erzählen wollen? Einen Geist? Wie kommen Sie darauf, dass ich etwas wissen sollte? Sie waren ziemlich besorgt, als Bud neulich Abend die Party verließ, obwohl Sie eigentlich überhaupt keinen Grund dazu hatten. Es sei denn, Sie wussten, was auf ihn zukommt. Genau das war der Fall, nicht wahr? Das hat alles mit der Geschichte von Washington Irving über den kopflosen Reiter zu tun. Habe ich recht? Dieser Geist ist also, ein Freund von Ihnen. Freund? Er ist der Fluch, der über unserer Familie liegt. Mein Urgroßonkel war der Mann, den Washington Irving Ichabod Crane nannte. Eines Nachts wurde Onkel Ichabod von einem kopflosen Reiter verfolgt. Er ritt schneller und schneller, weil er furchtbare Angst hatte. Er wusste genau, dass es jeden Moment mit ihm vorbei sein könnte. Am nächsten Morgen war Onkel Ichabod weit und breit nicht zu sehen.
Ein paar Leute aus der Stadt fanden neben der Brücke das alte Pferd, auf dem er geritten war. Auf der Erde lagen überall Kürbisstücke herum. Aber Onkel Ichabod war es gelungen, dem bösen Reiter zu entkommen. Eines Tages heiratete er und hatte einen Sohn. Aber genau 20 Jahre später kehrte der Geist zurück. Wie bereits sein Vater stellte auch Ichabods Sohn fest, dass der Geist ihn nicht über fließendes Wasser hinweg verfolgen konnte. Ha! Seht ihr? Das ist die ionisierende Kraft. Ich hatte euch doch davon erzählt. Psst! Und was passierte dann? Seit damals verfolgt dieser kopflose Reiter meine Familie und unsere Freunde. Wir waren gezwungen, immer wieder umzuziehen. Neben einer Brücke zu wohnen, gibt mir zwar Sicherheit, aber meinen Freunden hilft es nicht. Zuerst Bud und dann auch noch sie. Oh nein, das glaube ich nicht. Ich bin dafür, dass wir uns den Geist schnappen. Wer ist dafür? Ich! Also gut, Jungs, die Entscheidung ist getroffen. Wir werden uns den übernatürlichen Verehrer dieser Dame mal vorknöpfen. Außerdem muss ich meinen guten Ruf ja wiederherstellen. Unsere Freunde fahren zurück in die Zentrale und treffen ihre Vorbereitungen. Wann hast du den Apparat endlich fertig, Egan? Bald, Peter. Sehr bald. Sie können doch hier nicht einfach so hereinplatzen. Na, was haben wir denn hier? Bereiten Sie sich wieder darauf vor, ein paar Geister freizulassen? Übrigens, Sir, habe ich herausgefunden, dass dieser Bud ein Versicherungsdetektiv ist. Und Sie haben versucht, auf der Party Geisterversicherungen an den Mann zu bringen. Wohl alles nur Zufall, was? Genau das war es. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, meine Herren. Ich komme bald wieder. Verlassen Sie sich darauf. Am Abend sind die Geisterjäger mit ihrer ganzen Ausrüstung wieder in Kates Wohnung. Winston hat dem Mädchen einen blinkenden Helm aufgesetzt. Auch Peter trägt so ein Ding auf dem Kopf. Also gut, Kate, hast du alles verstanden, was ich dir gesagt habe? Bleib ganz ruhig sitzen und lies das Manuskript vor. Wir dürfen uns auf keinen Fall irgendwelche Fehler erlauben. Der Helm wird dein Psychogramm an den Geist aussenden. Sobald er die Signale empfängt, wird er hier auftauchen. Okay, alles fertig? Seid ihr bereit? Jawohl. Alles klar. Also viel Glück, Kate. Es kann losgehen. Dieser Dr. Peter Venkman, was für ein Mann. Seit ich ihn getroffen habe, bin ich so glücklich wie noch nie zuvor. Sehr gut, nur weiter so. Ich glaube kaum, dass ich mir einen besseren Freund wünschen könnte. Selbst der Geist wird es nicht schaffen, diese Freundschaft zu zerstören. Die Signale haben den Motorradgeist tatsächlich erreicht. Und schon rast er los. Ray sieht ihn auf dem Monitor. Das ist es, das muss es sein. Sekunden später kommt der Kopflose durch das Fenster geflogen. Winston hält den Geist mit seinem Protonenstrahler in Schach. Kate rennt so schnell sie kann nach draußen zu Ray. Schnell, beeil dich! Kate springt ins Auto der Geisterjäger. Die Psychodämpfer sind in Betrieb. Solange du im Auto bleibst, ist es unmöglich für den Geist, dich hier zu finden. Ja, aber wie wollt ihr denn den... Peters Helm strahlt übersinnliche Signale aus. Jetzt, wo wir den Geist angelockt haben und er in der Nähe ist, wird er kaum widerstehen. Ist das nicht sehr gefährlich? Peter ist darauf vorbereitet. Außerdem weiß er, dass die Idee brillant ist. Wenn Ray wüsste. Das ist die blödsinnigste Idee, von der ich je gehört habe. Aber Peter schwingt sich trotzdem auf ein Motorrad und fährt los. Und Ray behält recht. Der Kopflose rast hinterher. Pünktlich, das muss man ihm lassen. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Jetzt machen wir Geschichte. Du brauchst doch nicht so melodramatisch zu sein, Ray. Es handelt sich hier lediglich um eine ektoplasmische Erscheinung mit einem PKE-Wert von 12,5 und nicht um eine Achterbahnfahrt. Oh, entschuldige, Egan. Egan fährt auf eine Abkürzung zur Brücke, um vor Peter und dem Geist dort zu sein. Der Kopflose rast gerade am Polizeiwagen vorbei. Da haben wir es, ja. Da ist das Motorrad. Genau wie ich es vermutet habe. Schnell, fahren Sie hinterher. Okay, Egan, wir sind im Anmarsch. Ich hoffe nur, dass dein Plan auch funktioniert, sonst werde ich hier gleich noch flambiert. Wieder schleudert der Schreckliche seine feurigen Kopfgeschosse auf Peter. Also, ich weiß nicht, Lieutenant. Es sieht nicht so aus, als ob er diesem Bankman helfen würde. Egan hat inzwischen die Brücke erreicht. In aller Eile schließt er seine Apparaturen an und drückt auf einen Knopf. Sekunden später glühen die Brücke und der Fluss lichterloh und sind gleich danach unsichtbar. Und jetzt müssen wir ihn nur noch auf die Brücke locken.
Aber wie in aller Welt wollt ihr ihn darauf bekommen? Sobald er die Brücke sieht, wird er... Das wird er nicht. Egan hat ein Hologramm hergestellt und jetzt sieht die Brücke aus wie eine normale Straße. Und der furchtbare Motorradgeist fällt wirklich auf die Täuschung herein. Ehe er begreift, was los ist, befindet er sich schon mitten auf der Brücke. Mit einem Knopfdruck macht Egan Brücke und Fluss wieder sichtbar. Und mit einem Knall ist der Kopflose in einer Wolke rettungslos gefangen. Brüllend wehrt er sich mit aller Macht. Aber Egan hat bereits die Geisterfalle aufgebaut. Ich glaube, dass sie nichts dagegen hätten, den Geist selber einzufangen. Na? Kate tritt auf den Fußschalter und jaulend und heulend verschwindet der Motorradgeist in der Geisterfalle. Ach, ich hab genug gesehen. Die sind unschuldig. Sie hatten eben Glück. Aber, Herr Polizeileutnant, mit Glück hat das ja wohl nichts zu tun. Die Geisterjäger sind eben einfach genial. Die alte Mrs. Feversham hat große Sorgen. Auf ihrem Dachboden spukt es so unheimlich, dass sie nachts keinen Schlaf mehr findet. Lasst mich doch endlich einmal in Ruhe! Ihre letzte Hoffnung sind natürlich die Geisterjäger. Mrs. Feversham, wollen Sie damit sagen, dass Sie seit 70 Jahren nicht auf Ihrem eigenen Dachboden waren? Früher, als ich noch ein kleines Mädchen war, hat mein Vater mich immer davor gewarnt, alleine auf den Dachboden zu gehen. Und als mein Mann starb und ich nach Hause zurückkehrte, erinnerte ich mich an seine Worte. Er bat mich in seinem Testament darum, das Haus auf keinen Fall zu verkaufen. Außerdem musste ich ihm am Sterbebett hoch und heilig versprechen, dass ich niemals den Dachboden betreten würde. Aber wenn Sie noch nie da oben waren, wie wollen Sie wissen, dass es dort spukt? Diese Geräusche, Mr. Sedmore, wenn Sie nur einmal hören könnten, was sich dort oben abspielt. Nun, ich würde sagen, wir haben diese reizende Dame lange genug ausgefragt. Wir können mit der Arbeit beginnen, sobald Sie es wünschen. Vorher gibt es aber noch ein anderes Problem. Ich weiß ja nicht, wie hoch Ihr Honorar ist. Und ich habe leider nicht sehr viel Geld. Aber was immer ich besitze... Da haben Sie aber wirklich Glück. Wir haben nämlich diese Woche ein Sonderangebot für reizende Damen. Unser Honorar beträgt diese Woche ein Lächeln. Und Sie können doch lächeln, oder? Ah, das ist aber gut. Somit haben Sie uns also schon bezahlt. Jetzt müssen wir uns nur noch fertig machen. Ist alles in Ordnung, Peter? Hm? Oh, sicher. Alles okay. Slimer hat mich heute in Ruhe gelassen. Außerdem scheint die Sonne. Und Mrs. Feversham, wisst ihr, sie erinnert mich an meine Mama. Sofort machen sich unsere Freunde in Mrs. Fevershams Haus an die Arbeit. Nun, so weit, so gut. Siehst du irgendetwas auf deinem PKE-Gerät, Egan? Nichts. Vielleicht war das Geräusch natürlichen Ursprungs. Zum Beispiel ein Eichhörnchen auf dem Dach. Da rüttelt und schüttelt sich das Haus wie bei einem Erdbeben. Eichhörnchen, Egan? Naja, dann eben ein dickes Eichhörnchen, das Basketball spielt. Zufrieden? Es hört sich wirklich so an, als ob es von dem Dachboden käme. Kommt mit! Oberstes Stockwerk, Damenunterwäsche, Kochtöpfe und Angelzeug. Alles aussteigen. Ich empfange immer noch kein Signal. Aber wenn da oben irgendetwas ist, dann werden wir schon finden. Ach, ich krieg's kaum auf. Es scheint ein kleiner Dachboden zu sein. Wahrscheinlich sogar zu niedrig, um aufrecht zu stehen. Jungs, vergesst, was ich da gerade gesagt habe. Was ist denn, Ray? Was gibt es zu sehen? Ich glaube, das solltet ihr euch lieber selbst ansehen. Also, Egan, empfängst du jetzt endlich irgendwas? Das kann man wohl sagen. Sehr seltsam, dass sich das alles nur auf diesen Dachboden hier beschränkt. Man könnte fast meinen... Was könnte man meinen, Egan? Ich weiß es nicht genau. Und ich möchte keine Vermutung äußern, ehe ich mir nicht sicher bin. Also, wenn ihr mich fragt, ich glaube, wir haben es hier mit einem geisterhaften Flohmarkt zu tun. Habt ihr schon mal so viel altes Zeug auf einem Haufen gesehen? Ja, jedes Mal, wenn ich in deinen Schrank gucke, Peter. Ray, ich werde meine Antwort so formulieren, dass du sie verstehen kannst. Ach ja? Ja, pass auf.
5 kleine Zinnsoldaten werden auf einmal lebendig und greifen an. Vorsicht, Jungs! Ich möchte nur wissen, was den Spielzeugsoldaten über die Leber gelaufen ist. Also, Igen, jetzt kannst du es mir sagen. Du hast doch sicher schon wieder einen Plan, stimmt? So eine wissenschaftliche Idee. Etwas Kompliziertes. Ich würde sagen, wir lassen sie wie Streichhölzer hochgehen. Kurz, einfach, aber brutal. Das gefällt mir. Attacke! Ja, das hätten wir geschafft! Peter! Peter rutscht aus und landet neben einem Kleiderständer. Also langsam, aber sicher kriege ich das Gefühl, als ob ich immer dran glauben müsste. Da wird auch der Kleiderständer lebendig. Ja, ich. Eine blassgrüne Fratze mit einem blauen Hut grinst auf Peter herab. Du bist gekommen. Eigentlich sind wir nur auf der Suche nach einem Telefon. Hübsches Hütchen, aber der Mantel steht Ihnen nicht besonders gut. Was soll das Ganze? Wer hat dich geschickt? Eine reizende Dame namens Mrs. Faversham. Schon mal von ihr gehört? Faversham? Ja, ich erinnere mich. Ich muss Faversham vernichten für das, was er mir angetan hat. Vernichten! Vernichten! Ja, und so haben wir alle unsere Geheimwünsche. Aber ich glaube, dass ich mich jetzt verabschieden muss. Also entschuldigen Sie mich. Bring mir Faversham! Bring mir Faversham oder du stirbst! Hast du verstanden? Ja, natürlich. Die Drohung war ja wohl kaum zu überhören. Aber bevor ich gehe, beantworte mir noch eine Frage. Was willst du mit Mrs. Faversham? Ich muss dir überhaupt nichts erklären. Du wirst sie mir bringen oder du wirst sterben. Also mit dir möchte ich auch keine geschäftliche Verhandlung führen müssen. Aber ich nehme an, dass unser Gespräch jetzt beendet ist. Los, auf ihn mit Gebrüll! Unsere Freunde haben keine größeren Probleme. Mir nichts, dir nichts, ist der Geist von den Protonenstrahlern zerstört. Also, Peter, wie war denn dein Tag? Ganz gut, ich habe mich eine Weile mit dem Kleiderständer unterhalten. Wirklich? Ja, nichts Besonderes. Und wie war dein Tag? Dieses Ding, was immer es auch sein mag, macht sich doch bloß lustig über uns. Er weiß, dass wir es nicht angreifen können, solange wir es nicht sehen. Stimmt, aber das Gespräch, das Peter eben geführt hat, hat mich auf eine Idee gebracht. Aber erstmal müssen wir heraus, und zwar schnell. Ich bin mir fast sicher, ich weiß, was hier vorgeht. Aber es gibt noch ein paar Fragen, die mir nur Mrs. Faversham beantworten kann. Faversham! 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 Ich glaube, deine Idee ist sehr gut, Igen. Dann aber nichts wie raus hier. Sag mal, die Falltür war doch hier irgendwo. Ich bin mir ganz sicher. Natürlich, du hast recht, sie war genau hier. So etwas hatte ich schon fast befürchtet. Dieses Ding hat völlige Kontrolle über alles, was hier oben passiert. Und wenn es hier keine Tür will, dann verschwindet sie eben. Das wäre doch eine prima Methode, um vertreterlos zu werden. Oder um uns für immer hier oben zu behalten. Also, wenn ihr mich fragt, ich finde, dass die Situation plötzlich etwas sehr extrem geworden ist. Ich glaube, wir sollten so schnell wie möglich versuchen, hier rauszukommen. Es gibt nur eine Chance. Wir müssen versuchen, es zu verwirren, indem wir an zwei Punkten gleichzeitig angreifen. So könnten wir es ablenken. Es würde die Kontrolle verlieren und vielleicht würde dann auch wieder die Tür erscheinen. Wenn wir noch lange diskutieren, passiert gar nichts. Kommt schon, lasst uns anfangen. Die Geisterjäger feuern einfach blindlings in den Raum hinein. Der Dämon bleibt zwar unsichtbar, aber es kommt Bewegung in die Wände. Sehr gut, macht weiter so. Ihr müsst ihn noch mehr ablenken und los! Langsam erscheint auch die Falltür wieder. Ja, fast! Noch ein bisschen länger! Geschafft! Los, Jungs! Der Geist brüllt zwar noch hinterher, aber unsere Freunde springen einfach hinunter und knallen die Falltür hinter sich zu. Ach, warum müssen wir eigentlich jedes Mal etwas Schreckliches vorfinden? Gibt's denn keine niedlichen Monster? Mich würde eins interessieren. Wenn dieses Ding wirklich so böse ist, warum ist es uns dann nicht einfach nachgekommen? Ich glaube, Mrs. Faversham wird uns dieses Phänomen erklären können. Kommt mit. Mrs. Faversham ist immer noch in der Zentrale bei Janine. Hier ist Ihr Tee, Mrs. Faversham. Ich danke Ihnen vielmals. Sie sind wirklich reizend. Danke. Also, können Sie sich noch daran erinnern, wann Ihnen Ihr Vater zum ersten Mal verboten hat, auf den Dachboden zu gehen? Ja, allerdings. Ich war damals noch ein sehr kleines Mädchen. Ich erinnere mich ganz genau, weil es mir damals sehr seltsam vorkam. Wir waren nicht reich und mein Vater arbeitete ganz besonders hart, um mein Leben so schön wie möglich zu machen.
Dabei stellte ich überhaupt keine Ansprüche. Ich hatte meinen lieben, gütigen Vater und meinen heißgeliebten Teddybär. Das reicht doch wohl für ein Kind, um glücklich zu sein. Aber meinem Vater genügte es nicht. Eines Abends ging er hinauf auf den Dachboden. In dieser Nacht gab es ein schreckliches Gewitter. Ich weiß, es ist albern, aber es kam mir tatsächlich so vor, als käme es vom Dachboden. Dann hörte ich plötzlich etwas Furchtbares. Nein, zurück mit euch! Weicht von mir! Bevor ich überhaupt wusste, was eigentlich los war, kam mein Vater wieder herunter. Er war ganz blass und sah so aus, als wäre er dem Teufel persönlich begegnet. Und dann sagte er etwas sehr Seltsames zu mir. Meine liebste Agatha, dein Daddy hat einen furchtbaren Fehler gemacht. Es ist alles wieder in Ordnung, aber du musst mir eins versprechen. Du darfst nie wieder nach oben gehen. Hast du mich verstanden? Nie wieder! Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Also nickte ich nur und betrat den Dachboden nie wieder. Hab ich Ihnen mit dieser Geschichte weitergeholfen? Ja. Mrs. Feversham, ich glaube, wir haben jetzt unsere Antwort. Janine, würdest du bitte Mrs. Feversham den Verbannungscontainer zeigen? Ich bin sicher, dass sie das interessiert. Natürlich. Würden Sie bitte mitkommen, Mrs. Feversham? Ich werde Ihnen jetzt einmal unsere Geister zeigen. Also der Marshmallow-Geist ist besonders niedlich. Also, Egan, dann schieß mal los. Was glaubst du, was passiert ist? Ich glaube, dass Charles Feversham unzufrieden war und das Leben seiner Tochter verbessern wollte. Deswegen hat er magische Kräfte herbeigerufen. Aber plötzlich verlor er die Kontrolle über die Situation. Es gelang ihm nicht, das Monster, das er gerufen hatte, wieder zurückzuschicken. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als es dort oben einzuschließen. Und dort ist es nun und wartet auf Fevershams Rückkehr. Und mit jedem der vergangenen 70 Jahre wurde es mächtiger und böser. Also mit anderen Worten, 70 Jahre aufgestauter Zorn. Jungs, wenn das Monster wirklich keine Ahnung hat, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist, dann wäre das doch genau die Lösung. Ja, es könnte funktionieren. Aber wir brauchen einen Köder, um es in die Falle zu locken. Gibt es irgendwelche Freiwilligen? Oh nein, ohne mich, nicht schon wieder. Ich hätte da eine bessere Idee. Und Peter zeigt auf Slimer. Hey, ich... Du wirst jetzt mit uns mitkommen und den Köder spielen, verstanden? Oh, ja. Sehr gut. Ja. Kurze Zeit später. Unsere Freunde sind wieder im Haus von Mrs. Feversham. Also gut, ist alles bereit? Ja, die Geisterfalle ist fertig. Peter? Es ist alles bereit, Egan. Ich präsentiere unseren Köder. Komm schon, Slimer, zeig dich den Jungs. Slimer sieht als Mr. Feversham wirklich drollig aus. Um den grünen Körper hat Winston einen alten Mantel geschlungen. Und auf dem Kopf sitzt ein alter, verbeulter Hut. Also, ich bin einfach sprachlos, Slimer. Das steht dir gut. Ja. Also, ihr wisst alle, was ihr zu tun habt. Slimer, deine Aufgabe ist es, das Ungeheuer zu ködern. Bring es dazu, seine wahre Form anzunehmen und dann lock es direkt über die Falltür. Ja, ja. Und dann, sobald es an der richtigen Stelle ist, öffnen wir die Geisterfalle und zack, hat das Ungeheuer ausgespielt. Aber pass schön auf, dass du nicht im Weg bist, Slimer, okay? Du brauchst dir überhaupt keine Sorgen zu machen, Dickerchen. Denk daran, du bist ein Geist, also kann es dir auch nichts tun. Obwohl ich die Hoffnung trotzdem nicht ganz aufgeben werde. Später, Slimer, okay? Jetzt müssen wir erst einmal an die Arbeit gehen. Ja, na gut. Egan öffnet die Falltür und unsere Freunde spielen dem Geist ihre kleine Komödie vor. Oh ja, das stimmt, Mr. Feversham. Wir haben da oben Geräusche gehört. Sie kamen vom Dachboden. Feversham. Vielleicht sollten Sie lieber hochgehen und mal nachsehen. Mr. Feversham. Ja, ja, komm zu mir. Ja, sehr gut. Gehen Sie nur, Mr. Feversham. Slimer klettert zum Dachboden hinauf. Ganz wohl ist ihm allerdings nicht dabei. Feversham, Feversham. Feversham! 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 Und da zeigt sich der Geist endlich. Eine große, unglaublich dürre Gestalt, behängt mit Lumpen und Gerümpel. Drohend schwingt er seine scharfen Krallen.
So lange habe ich auf dich warten müssen, Faversham. Hier in meinem Gefängnis. Gefällt es dir? Ich habe es alles selbst gebaut. Jedem Gegenstand hier oben habe ich das Wort Hass eingraviert. Denn ich hasse dich, weil du mich hier eingesperrt hast. Nur ein Gedanke hat mich vor dem Verrücktwerden gerettet. Rache! Rache an demjenigen, der mich zum Gefangenen gemacht hat. Und jetzt bist du da! Langsam weicht Slimer zurück zur Falltür. Noch etwas weiter, Slimer, noch ein kleines bisschen mehr. Ich könnte dich mit meinen scharfen Krallen zerstören. Würde dir das gefallen? Mir auch nicht. Ich werde es lieber mit meinen eigenen Händen erledigen. Der klapperige Geist verwandelt sich auf einmal in ein dickes Ungetüm aus blauem Gummi. Mit unzähligen gelben Augen. Und nun zu dir. Du hast dich verändert. Du siehst plötzlich ganz anders aus. Mach schnell, Egan, los. Das geht nicht, er ist nicht nah genug. Oh Mann. Du bist nicht Faversham. Na warte. Ich werde dich zerstören. Ich werde dich zerstören. Ich werde euch alle zerstören. Der könnte ruhig mal eine andere Platte auflegen. Warte das nur ab. Egan hat sich mit dem Auslöseknopf für die Geisterfalle direkt an der Falltür festgeklammert. Hey, und was ist mit mir? Komm schon, hol mich doch. Ich habe keine Angst vor dir. Aber die wirst du noch bekommen. Langsam kommt das Gummimonster immer näher auf Egan und damit auf die Falltür zu. Jetzt ist dein Ende gekommen. Nicht meins, deins. Gleich kommt das Vögelchen. Egan drückt auf den Auslöser und die Geisterfalle öffnet sich. Unaufhaltsam wird der Geist in die Falle gezogen. Nein! Ich will nicht wieder eingesperrt werden! Also ich würde sagen, wir haben hier oben ganz schön aufgeräumt. Einen Moment mal, wo ist Slimer? Hallo, Julio. Er ist in Ohnmacht gefallen. Wir könnten ihn doch hier lassen, das fällt doch überhaupt nicht auf. Nein, hä? War ja nur so eine Idee. Ein wenig später. Mrs. Faversham ist wieder zu Hause und die Geisterjäger verabschieden sich von ihr. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich Ihnen danken soll. Darf ich Sie hereinbitten auf eine Tasse Tee? Bedauere sehr, aber wir müssen zu unserem nächsten Job. Vielleicht ein anderes Mal. Oh, ich verstehe. Vielleicht ein anderes Mal. Aber nochmals vielen Dank. Kommst du nicht mit, Peter? Sie ist da drin ganz allein, Ray. Ich weiß, Peter, aber wir können noch daran auch nichts ändern. Ich muss an meine Mutter denken. Sie war so viel allein. Ich habe sie eigentlich nie richtig... Könnt ihr drei den nächsten Auftrag nicht allein erledigen? Kein Problem. Wir sehen dich dann später im Hauptquartier wieder. Mach's gut, Peter. Woran man sieht, in einem harten Geisterjäger steckt eben doch ein weicher Kern. I'm afraid of no ghosts.